Moin, moin, liebe Filmfreunde, ich bin's wieder, euer Alex hier und heute, nach der Overview der TV-Serien und Dokus, geht's mit den Animes und animierten Filmen weiter oder eher los. Ja, und den Anfang macht hier tatsächlich Pathema Inverted. Ich habe hier erstmal die Special Editions, die ihr ja auch im Thumb sehen konntet, genommen. Ne? Der Rest kommt auch noch in diesem Video, die DVDs erst später wieder. Ja, den haben wir uns in Neuss geholt, meine Freundin und ich, und ja, haben ihn halt noch nicht gesehen. Ne? Eigentlich hätten wir ihn schon geguckt, weil soll ja ziemlich cool sein, ist auch eine ziemlich coole Edition. Hier war ja eine Spende von Patrick, so wie ich das verstanden habe, und der stand da rum, wir haben auch gewartet, aber irgendwie hat sich keiner dafür interessiert und dann haben wir den mitgenommen. Ne? Für 20 Tacken war das, glaube ich, war ja in unserer teureren Box drin, oder teuersten Box drin. So, und ja, wir wollten ja eigentlich schon gucken, nur zwei Freundinnen von uns wollten ihn mitschauen und, na, wie man es halt so kennt, ja, wartet man seitdem. Kommt sicherlich bald, ne, soll ja ziemlich cool sein. Was definitiv ziemlich cool war, ach, ich habe hier noch den Stülpi so halt mit dran, die erste Staffel Violet Evergarden, um Gottes Willen, das ist ja Stülpi. Damit man auch ein bisschen sieht, weil sonst ohne Stülpi sieht es halt so aus. Ne? Ist auch sehr, sehr schick gemacht. Man sieht es hier auch schon, absolut atemberaubender Animationsstil. Also sieht wirklich vom Charakterdesign, von den Animationen grandios aus. Und auch die Geschichte ist ganz interessant, weil das hier ist Violet und die war ja in einem Krieg quasi so ein Stück weit eine Kampfmaschine. Und jetzt ist der Krieg vorbei und sie, ja, ich sag mal blöd, wenn wir das sagen, arbeitet bei der Post. Das klingt ein bisschen doof. Das ist so eine Mischung aus, die müssen die Briefe für Menschen schreiben, die das halt nicht können, weil zu der Zeit auch viele, ja, wenn sie schreiben können, noch Probleme haben, das gut zu formulieren und sie übernimmt das dann. Und sie möchte dabei eigentlich nur rausfinden, dieser Stülpi geht mir auf den Sack. Ja. Möchte aber eigentlich ein bisschen rausfinden, ja, was menschliche Gefühle sind, weil sie das als ja, Roboter nicht oder Android oder Kampfmaschinen nicht ganz nachvollziehen kann. Auf jeden Fall sehr schön gemacht, wunderschöne Musik, grandiose Zeichnungen und ja, wirklich auch coole Anime. Ne? Ein bisschen ruhiger als manche andere Sachen, sehr dramalastig, aber wirklich cool gemacht. Was ich jetzt auch noch nicht gesehen habe, ist der, gibt ja zwei Filme, den letzten muss ich mir auch noch holen tatsächlich. Hier das Violet Evergarden und das Band der Freundschaft. Ja, hatte ich halt noch nicht gesehen. Und mit meiner Freundin. Deswegen kann ich dazu noch nicht sagen. Es gibt immer so viel zu gucken und so wenig Zeit. Na, aber wie gesagt, wenn das sich auch nur annähernd an der Serie orientiert, wird das ebenfalls klasse sein. Ja, zum Thema so viel zu gucken, so wenig Zeit. Auch hier noch die Miss Hokusai Holzbox, die ich mal geholt hatte. Ich habe es leider auch noch nicht sehen können. Sieht auf jeden Fall auch sehr interessant aus. Ist auch eine sehr schicke Edition. Hatte ich, glaube ich, beim Update damals auch... Ja, ich packe das jetzt nicht aus. Beim Update damals auch ein bisschen reingeschaut. Wirklich sehr schick. Soll auch ziemlich gut sein, der Anime. Aber leider auch noch nicht so die Zeit gehabt, den zu schauen. Werden wir heute nicht den ganzen Tag hören. Keine Sorge. So. Ja, dann hier das im lederartigen Schuber, hier auch mit Blu-ray und Buch, ne, und so weiter und so fort. Mary und die Blume der Hexen von Hiromasa Yonebayashi. Ja, der war ganz nett. Ne? Zeichenstil ist erstmal ein bisschen, ja, ich will nicht sagen gewöhnungsbedürftig, ist natürlich eine andere Hausnummer als zum Beispiel Violet Evergarden. Ich habe mein anderes Handy nicht auf Flugmodus gestellt. Scheiße, das mache ich gleich. Ich muss ja eh zwischendrin einen Cut machen und die anderen Sachen holen. Und die verstauen, ohne dass Minato alles zerstört. Im ersten Take hat er nämlich zerstört. Ne? Also, weil er im Hintergrund randaliert hat und Sachen runtergeschmissen hat. Ich glaube, wir haben jetzt mehr Stifte auf dem Boden als irgendwo anders. Ist ein ganz putziger Fantasy-Anime. Macht Spaß, kann man sich angucken. Ne? Ist halt viel mit Magie, Hexerei und so. Ne? Aber auch, ich sag mal, blöd, das klingt immer so abwertend, recht kindgerecht. Ist nett, kann man sich angucken, ist aber halt kein großer Klassiker. Mary und die Blume der Hexen. Der Titel verrät, dass es um Hexen geht. Also, ja, dann kommen wir auch hier zu einer Edition
Das ist, glaube ich, hier geklebt, deswegen habe ich das erstmal drauf gelassen. Auch hier wieder ne, mit Booklet und ne, der klassischen Blu-ray mit Postkarten und sowas drin. Planetarian. Und ja, Planetarian hat mir auch gut gefallen. Hat mir auch ganz cool gefallen. Oh Gott, die Geschichte kriege ich jetzt nicht mehr ganz zusammen. Ist auf jeden Fall weit in der Zukunft und die Welt ist quasi schon zerstört und in so einem Planetarium ja, ist diese KI, nenne ich es mal, und die erzählt dann einem, ja, der so ein bisschen durch die Einöde da driftet und sich vor den, ja, Kampfrobotern, die da die Menschheit mit vernichtet haben, oder größtenteil, die erzählt ihm halt so ein bisschen, ne, einiges aus der Geschichte, was da so passiert ist, weil sie das als KI in diesem Planetarium alles weiß. Und cool gemacht. Ne? Animationsstil gefiel mir sehr gut und auch wirklich eine gut umgesetzte und bewegende Geschichte. So. Ja, jetzt kommen wir zu Weird Shit. Drifters. Habe ich hier auch diese Special Collectors Edition mit Booklet, mit Poster, mit Klebis, mit Charakterkarten. Und der Seitenstil ist ein bisschen spezieller, aber das ist wirklich komplett wild abgedreht und hast du nicht gesehen. Also, wer abgedrehten Kram mag, der ist bei Drifters definitiv zu Hause. Denn hier geht es grob gesagt um einen, ja, also verschiedene, also unseren Hauptcharakter natürlich, und verschiedene Persönlichkeiten, die, ja, historische Persönlichkeiten, die sich denn da in so einem, ja, so einer speziellen Welt bekriegen. Das ist von, ne, Nobunaga Oda über unseren Hauptcharakter, ne, über, ich glaube, Joan of, hier, also Johanna von Orleans war dabei. Das ist wirklich eine wilde Mischung. Da will ich jetzt eigentlich doch nochmal gucken, was, wer da alles nochmal dabei war. Auch ein bisschen her, als ich ihn gesehen habe. Der war aber sehr wild und sehr durch. Wen hatten wir denn hier alles? Dafür ist ja so ein Booklet denn da. Shimazu-Familie, drei Samurai. Der Verfall des Kernlandes der Menschen. Drifters vs. Ents. Ja, es gibt einmal die Drifters, das sind die Guten. Das sind Shimazu Toyohisa. Das ist, glaube ich, der Sohn eines japanischen Kriegsherren war das. Odo, Nobunaga Oda. Na, Hannibal. Scipio, Butch Cassidy und Sundance Kid sind natürlich auch die Guten. St. Germi, weiß ich gerade gar nicht, wer das war. Und da sind dann natürlich auch ein paar Bösewichte wie Johanna von Orleans, Rasputin, der Gilles de Rais. Wer Gilles de Rais kennt, weiß, das war ein Bösewicht. Na, und. Das ist wirklich weird und durchgeknallt und einfach eine spaßige Mischung, ne, wenn man auf weirden oder wilden Kram steht. Na, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Und sieht auch ganz cool aus, die Box hier. So, dann, ja, den braucht man eigentlich kaum vorstellen, Your Name von Makoto Shinkai. Das war ja jetzt, ist ja der erfolgreichste Anime aller Zeiten. Und ja, man muss auch klar sagen, also erstmal von Zeichnungen oder Animationen her, Bombe. Wirklich Bombe. Also das ist auch bisher bei allen Sachen, die Shinkai gemacht hat, die ich gesehen habe, Bombenanimation auch wirklich, na, immer so ein bisschen pfiffige Ideen für die Geschichte. Und ja, hier geht es quasi um, jetzt muss ich überlegen, was kann man erzählen, ohne zu spoilern. Naja, so ein bisschen Körpertausch, ne? Nennen wir es mal so. Meine Freundin lacht gerade im Hintergrund, ja. Na, weil die beiden durch Dinge ihre Körper auf einmal tauschen. Und naja, es ist einerseits sehr witzig, aber auch sehr bewegend gemacht. Es wird dem nicht gerecht, das so zu erzählen, aber wie gesagt, sonst, ich habe gerade Angst, zu viel zu spoilern. Er ist wirklich, wirklich gut. Also Top-Notch-Animation, coole Geschichte, sehr unterhaltsam gemacht und ja, wirklich Bombe. Na, dann hat er erstmal einen Titel, wo man denkt, was ist das für ein Quatsch? I want to eat your pancreas. Ja, ich möchte deine Bauchspeicheldrüse essen. Bin ich ganz ehrlich, wenn man ihn gesehen hat, ergibt Sinn. Dann ergibt Sinn. Ist auch hier wieder ein sehr, sehr bewegender Anime. Auch wieder toll gezeichnet. Auch hier wieder in dieser Limited Edition mit
Ja, das ist der Soundtrack. Ich wollte gerade sagen, hatten sie die Blu-ray echt in diese billige Packung gepackt? Ne, hier links, man sieht auch schon, da wird keine Bauchspeicheldrüse gegessen, im wahrsten Sinne des Wortes. Na, und hier wieder auch ein Büchlein. Es ist immer schön, wenn Amazon Angebot hat, dann kriegt man diese schönen Editionen teilweise auch recht, also zu normalen Preisen, nicht zu Mondpreisen. Sonst hier würde die, glaube ich, über 50 Euro, oder um die 40 bis 50 Euro kosten, beim Angebot wesentlich günstiger. Ist ein sehr bewegender Anime, ist, ja, geht hier wieder um Freundschaft, Liebe und ähnliches. Aber auch wenn er in unterm Strich eine romantische Komödie ist, definitiv empfehlenswert. Also auch für Leute, die eigentlich mit sowas nichts anfangen können. Ja, und jetzt kommen wir zum absoluten Klassiker. Elfenlied. Ja, wer ihn nicht kennt, angucken. Na, das ist wirklich ja, mit Horroranleihen, mit Splatter drinne, mit Drama. Und es ist wirklich ein Sci-Fi, richtig, richtig, richtig geiler Anime. Na, also vielen sicherlich auch bekannt, weil es war damals schon, als man sich das erste Mal so ein bisschen mit Animes befasst hat, hat man schon von dem gehört, so da geht in der ersten Episode, da geht es so dermaßen ab. Ja, der ist schon nicht, also der ist zu Recht ab 18, aber ist natürlich nicht nur Gewalt, Gedärme und Splatter, sondern auch wirklich eine gute Geschichte, eine bewegende Geschichte und ja, einfach klasse gemacht. Ja. Von wem? Naja. Also definitiv empfehlenswert, wer Elfenlied noch nicht kennt und auch vielleicht nicht so ein Anime-Fan ist, aber eher aus der Horrorschiene kommt, sollte hier definitiv mal einen Blick riskieren. Das ist absolut klasse und ich kenne auch wenige Leute, die sagen, ach, Elfenlied fand ich scheiße. Kenne ich eigentlich keinen einzigen. Fällt mir gerade keiner ein. Weil es halt auch so ein Kultklassiker ist. So, dann auch nochmal einer meiner persönlichen Favoriten, der glaube ich nicht ganz so bekannt ist, Dororo. Habe ich mir auch hier mal von Animoon Publishing, die sind ja mal scheiße teuer, hier diese, statt die vier Mediabooks einzeln, diese Box geholt. Na, da ist dann auch ein Tonbeutel mit dabei, der, wo ich jetzt Pokerchips drin lager, weil, falls man mal Deadlands spielt, das Pen and Paper, da braucht man Pokerchips. Nee, aber hier mit den vier einzelnen, ja, nennen wir es mal Mediabooks, ist ja bei Mediabooks im Sinne von Animes meistens denn hier in diesem Stil. Also nicht das klassische Mediabook. Und ja, typisch für Animoon sind da viele Gimmicks drin. Ne? Aber die einzelnen Mediabooks sehen schon sehr schön aus. Ne? Vom Design. Und ja, das ist der Punkt. Ich hatte den damals mit meiner Freundin bei Amazon Prime, war der ja mal eine Zeit lang drin. Halt auch nur mit deutschen Untertiteln. Und immer mein Problem. Ich habe keinen Stress mit deutschen Untertiteln. Oft sogar besser, das so zu schauen. Aber falls man mal abends müde ist und so und keinen Bock auf diese Untertitel hat, dann ist, und ich fand ihn richtig klasse. Ne, es geht quasi hier um ihn, ne, ohne jetzt auch hier zu viel zu spoilern. Ja, er ist blöd gesagt von Dämonen, also Dämonen haben seine ganzen Körperteile, ja, die wurden denen geopfert, damit sein Vater ja, Reichtum erlangt, sein Reich halten kann. Und er ist dann halt dementsprechend ohne Haut, ohne alles geboren worden. Und er jagt jetzt diese Dämonen, um ja, Stück für Stück seinen Körper zurückzukriegen. Cool gemacht. Wirklich auch Top-Animationen. Also mir gefiel der Stil sehr, sehr gut. Ist ein bisschen düsterer. Geht auch gut zur Sache actiontechnisch, gewalttechnisch auch teilweise. Und ist auch wirklich wieder hier eine spannende und durchaus bewegende Geschichte. Also ich mochte Dororo richtig, richtig gerne. So, dann kommen wir zu einem weiteren Klassiker, wo ich mich ja so ein bisschen geärgert habe. Nicht wegen dem Anime, sondern wegen Amazon und wie sie versenden. Na, aber wegen dem Kratzer jetzt da alles umtauschen, zumal sie die nicht mehr vorrätig hatten, dann, naja. Ja, Toradora ist ja auch ein absoluter Klassiker, der für viele des, ja, ja, ich nenne es mal ein bisschen Romance-Anime, da gibt es auch noch so einen Fachbegriff für kleine, gemeine Frauen, die komplett ausrasten permanent und um sich schlagen und gewalttätig werden. Ich habe gerade diesen Fachbegriff vergessen. Ist auf jeden Fall, der ist witzig, der ist durchaus auch romantisch. Die Liebesgeschichte zwischen den beiden ist schon ganz cool. Ich muss allerdings sagen, mit 25 Folgen, so cool der Anime an sich ist,
13 hätten wahrscheinlich nicht gereicht, aber so ein, zwei Folgen oder zwei, drei Folgen ein bisschen straffen, hätte vielleicht nicht geschadet. Also der ist definitiv gut, ne? Aber nicht ganz so Bombe, wie ja, er teilweise beworben wird. Aber Toradora trotzdem empfehlenswert, definitiv. So, dann kommen wir wieder zu Makoto Shinkai. Und zwar Weathering With You. Hier natürlich auch wieder diese Box. Hier übrigens für Leute, die das noch nie gesehen haben, aber großes Interesse haben und gleich ein paar Filme von Makoto Shinkai sehen wollen. Da kommt jetzt auch Ende des Jahres, glaube ich, eine Box raus. Brauche ich mir nicht holen, weil es ärgert mich ein bisschen, ein Film, den man nicht sonst auf Blu-ray oder so kriegt, der ist damit drin, die restlichen habe ich. Ja, man wusste halt nicht, dass die Box kommt. Aber dafür habe ich dann teilweise auch diese schönen Editionen. Weathering With You, auch wieder, ne, ähnlich wie Your Name, ne, eine schöne Geschichte, ne, mit Liebe, Freundschaft und ja, ein bisschen auch wieder fantastischen Elementen. Ist für viele nicht ganz so stark wie Your Name. Mir hat er fast genauso gut gefallen. Your Name hat auch ein bisschen mehr emotionale Resonanz, aber der auch klasse und auch hier wieder die Animation absolut Bombe. Ne, also deswegen auch Weathering With You kann ich bedenkenlos eigentlich jedem empfehlen. Ne? Also deswegen ist nicht ohne Grund so, dass Shinkai inzwischen, ich nenne es mal so ein bisschen als Nachfolger von Hayao Miyazaki gilt, ne, auch wenn er mit Studio Ghibli nichts zu tun hat, ist einfach die Qualität, die Miyazaki rausgehauen hat, die haut Shinkai halt auch raus. So, und dann, bevor wir, ich mal kurz einen Cut machen muss, die anderen Sachen holen muss, noch der hier, die letzten Glühwürmchen in, ja, wer den gesehen hat, versteht auch das komische Design der Box hier. Ja. Ist ein ja, Kriegsdrama, wenn man so möchte. Und ja, also wer ihn noch nicht gesehen hat, ich sage euch gleich, der haut rein. Na, jetzt gar nicht mal zwangsläufig von der Gewalt her. Das ist ein Tearjerker. Sowas erlebt man selten, muss man sagen. Also wirklich harte Nummer. Harte Nummer, was das angeht. Wer da am Ende nicht weint, ich bin ganz ehrlich, der hat keine Emotionen. Definitiv ganz großer Klassiker, auch von Studio Ghibli. Ist auch der bekannteste Studio Ghibli-Film, der nicht von Miyazaki ist. Und ist wirklich Meisterwerk. Also wer den nicht kennt, unbedingt angucken. Top-Film. So, ich muss jetzt kurz den Cut machen. Die wieder wegstellen und den anderen Kram holen. Vor allem schläft Minato gerade, so wie es aussieht. Das heißt, dann kann ich vielleicht sogar an die Vitrine ran, ohne dass wieder alles zerstört wird. Geht sofort weiter. So, weiter geht's mit, ja, Animes und animierten Filmen. Sie stapelt sich schon alles. Fangen wir gleich mal hier kurz mit Umbrook denen an. Zum einen haben wir hier Black Blood Brothers. Den habe ich, das war mal bei Amazon für 8 Euro oder so. Da dachte ich, fuck it, schlägst du mal zu. Und ja, er hier ist ein Vampir und auch gleichzeitig Vampirjäger. Und ja, das ist ein netter Action-Anime, ne? Mit Vampiren und, ja, ich sag mal, Superfähigkeiten teilweise. Ne, die Kowloon Children, das ist, sind halt hier diese spezielle Art Vampir, die er hier auch jagt. Ja, der war unterhaltsam. Der war wirklich unterhaltsam. Ich hatte nicht viel erwartet, dachte für den Preis, ja, nimmst mal mit. Und ja, der macht Spaß. Der hat mir wirklich Spaß gemacht. Unterhaltsam, temporeich, actionreich. Von der Geschichte nicht so hundertprozentig abgeschlossen, aber noch mit dem Ende, wo man sagen kann, ja gut, ich hätte jetzt gerne noch mehr gehabt oder noch ein bisschen die Geschichte weiterverfolgt, aber dass man erstmal so einen sinnvollen Cut hat, da kommen wir nämlich im zweiten oder dritten Video zu was, wo ich wirklich ein bisschen ranten werde, nach dem Motto, what the fuck soll die Scheiße? Aber gut. Ja, dann wieder ein Vampir-Anime. Trinity Blood. Von dem ich mir viel erhofft hatte, weil ich das Charakterdesign hier alles, sieht man hier ja, sehr cool finde. Und auch die Grundidee, dass halt ja, ein großer Weltkrieg war vor 500 Jahren und ja, gibt zwei Lager, einmal die Vampire und einmal ja, die Menschen. Und ne, es gibt auch einige Vampire, die auf Seiten der Menschen kämpfen, wie ihn hier. Er war, glaube ich, auch ein Vampir. Ne? Abel Nightroad, ja, er ist halt auch ein Vampir, der sich von Vampiren ernährt.
Und kämpft auf der Seite der Menschen und des Vatikans. Und das ist an sich ein cooler Anime mit einer coolen Idee und einem schönen Zeichenstil. Animationen sind nicht mal ganz so. Man merkt, er ist halt auch schon ein, zwei Jährchen älter. Ich gucke gerade mal, von wann der war, von 2005. Aber an sich auch für die Zeit cool gemacht. Was mich hier bei Trinity Blood so ein bisschen gestört hat, der hat viel Leerlauf. Also, sind interessante Charaktere und coole Action-Szenen, aber auch sehr viel Leerlauf, bei dem man sich so wirklich denkt, ja, kommt zum Punkt, kommt mal wieder zu den Action-Szenen. Die sind richtig geil, ist aber auch viel Gelaber dabei und viel Leerlauf. Und das fand ich ein bisschen schade, weil der an sich sonst cool war. So ist er nur, ja, kann man mal gucken, muss man aber nicht. Ich trinke keinen Kaffee, tut mir leid. Ja, und dann haben wir hier noch Basilisk, Chronik der Koga-Ninja. Und das ist ja für viele ein Klassiker, hat auch zum Beispiel bei OFDB also enorm gute Wertungen. Und da hat mich interessiert, das ist so ein Stück weit Romeo und Julia im Feudaljapan und mit ja, ne, anime-typisch dann Superkräften. Und jeder hat da super seine speziellen Superkräfte. Und das Drama und auch die Kämpfe und so sind auch cool gemacht. Hier aber auch tatsächlich wieder das Problem. Ich fand, der hatte einige Längen, die ja das zu sehr gezogen haben an einigen Stellen. Und ja, die Kämpfe und die Fähigkeiten sind cool gemacht, aber da stirbt einiges sehr, sehr schnell und es ist, ja, wirkt manchmal so ein bisschen unbefriedigend, von der ganzen Art und Weise her. Dass man so das Gefühl hat, der Charakter hätte ich gern ein bisschen mehr gesehen. Und ja, ist an sich nicht schlecht. Animationsstil ist halt auch von 2005. Also nicht ganz das, was man heute gewohnt ist, aber auch trotzdem für die damalige Zeit richtig gut. Hat mich ein bisschen gestört, dass er halt auch wieder hier Längen hat, die so, ja, ich sag mal, den Flow ein bisschen stören. Und dass er manchmal so ein bisschen, ja, ist halt eine Romeo und Julia-Verfilmung unterm Strich. Ist aber manchmal so ein bisschen, ja, deprimierend in der Hinsicht, dass man denkt, oh, jetzt kriegen die wieder auf die Fresse und jetzt sind die wieder im Nachteil und so ein bisschen nach dem Motto, oh, es muss düster und deprimierend sein und ausweglos. Ein bisschen weniger davon hätte wahrscheinlich insgesamt besser funktioniert und das, was denn mal ja, düster und deprimierend ist, dass das dann noch ein bisschen besser, eine bessere Resonanz hat. Ja, wo wir beim Thema sind. Ich habe eben gesagt, in Video 2 oder 3 werde ich mich aufregen. Hier kann ich mich jetzt auch schon aufregen. Bloodlad. Und hier auch noch in dieser Schuba-Edition. Und Bloodlad ist halt, ja, schon so ein bisschen klassischer Shonen, bisschen quakig. Ne, wir haben ihn hier, Stas, er ist Vampir und in der Hölle oder in der Dämonenwelt, ne, Chef von einem gewissen Bezirk. Ziemlich mächtiger Typ. Und wie war es irgendwie ist auch ein ziemlicher Otaku und als ein Mädel in dieser Welt landet und ja, er durch sie dann oh, von Japan hört, wie das in der Realität ist und nicht nur in seinen Animes und Videospielen und sowas. Na, er will ihr halt helfen, sie zu retten, dass sie halt wieder in der Welt, normalen Welt als Mensch und nicht als Geist dann leben kann. Er macht Spaß, der ist temporeich, der hat viele durchgeknallte Charaktere. Coole Action-Szenen, der macht saumäßig Spaß, ist nach 10 Episoden zu Ende. Und oh Wunder was, da ist nichts abgeschlossen. Es ist wirklich so mittendrin, ja, wir haben 10 Folgen produziert und mal gucken, ob wir eine zweite Staffel kam leider nie und wird wahrscheinlich auch nicht mehr kommen. Was ich schade finde. Also da habe ich tatsächlich sogar ein bisschen den Manga gelesen, den fand ich auch schon ganz putzig. Und unterhaltsam ist jetzt kein Meisterwerk, aber ach, das hasse ich bei Animes, das hat man ja auch, oder auch, das kennt man ja auch von TV-Serien, dass dann Sachen nicht zu Ende erzählt sind und dann, ja, nee, wird jetzt nicht weiter produziert. Das ist der ein große Vorteil von Filmen, auch wenn ich ja sonst inzwischen bei Serien häufig den Vorteil sehe, weil man viel besser und viel tiefer Geschichten erzählen kann. Ein Film ist aber im Normalfall abgeschlossen. Ja, Bloodlet leider nicht und ich sehe da auch schwarz, dass da noch was kommt. Ich hätte mich riesig gefreut, weil
Der hat mir Spaß gemacht, der Anime. So, dann haben wir hier die erste Staffel Darker Than Black. Ja, und Darker Than Black ist halt auch ein Klassiker, auch schon ein bisschen älter, glaube ich. 2006 war der, glaube ich. Nee, 2007. Ist für viele auch ein absoluter Klassiker. Ich fand den auch ganz cool. Ne, das ist hier die erste Box, ne, mit Staffel 1. Hatte meine Freundin damals in Neuss für 20 Euro ergattert auf Blu-ray. Kann man nicht motzen. Ich fand ihn ganz gut. Ne, nicht ganz so saustark wie sein Ruf, aber schon auch ganz cool gemacht. So. Ne, es gibt hier halt Contractors, ne, das sind dann, ich sag mal so, ja, auch, die haben besondere Fähigkeiten, ne, und ja, machen halt auch Dinge. So, dann einer, der von einer, ja, Akira Kurosawas Samurai 7 ist ein bisschen gelogen. Das basiert natürlich auf Kurosawas Die Sieben Samurai. Das ist auch brillant hier. 3 Blu-rays, 5 DVDs, das ist so ein Duo-Pack, deswegen hat es leider auch eine höhere Verpackung als die anderen. Ist hier halt alles in einem Digipack mit drin. Unterm Strich, wer die Sieben Samurai kennt, oder die glorreichen Sieben, das ist dieselbe Geschichte, mit dem Unterschied, ja, dass hier in einer fernen Zukunft irgendwelche komischen Riesen-Mechs oder Monster, beziehungsweise es sind ja Mechs eher, ne, versuchen, Harvester werden die, glaube ich, genannt, war das Harvester, ne? Also, egal. Ja, und sieben Samurai wollen halt hier diesem Dorf helfen, sich gegen diese Harvester und die Leute, die damit zu tun haben, zu wehren. Und es ist wirklich, die sieben Samurai trifft auf Mecha-Action und ein bisschen Cyberpunk, so ein bisschen. Ist das Edo-Punk? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ein sehr weirdes Setting, vom Prinzip her sehr cool. Der Anime an sich ist nett, nichts Weltbewegendes, aber er macht durchaus Spaß. Ne? Erzählt halt, wie gesagt, die Geschichte der sieben Samurai, bloß halt mit einem etwas wüsteren Setting. Ne? Ist schon sehr speziell, aber irgendwo auch wieder echt cool. So, dann machen wir hier mal weiter. Mit Yamada-kun in The Seven Witches. Ist auch sehr putziger, unterhaltsamer Anime. Zeichenstil ist auch ganz nett. Und zwar ist Yamada, kommt dann neu an eine Schule. Und naja, da sind halt sieben Hexen an dieser Schule, die auch alle spezielle Fähigkeiten haben. Und das Ding ist, Yamada hat auch eine. Wenn er eine von denen küsst, klaut er denen deren Fähigkeit. Was am Anfang sehr, sehr urig ist, weil eine die Fähigkeit hat, Körper zu tauschen. Das weiß sie nur noch nicht so ganz. Und ja, er tauscht schon mit ihr den Körper. Und das ist erstmal wieder sehr weird. Später, einige haben auch sehr interessante Fähigkeiten. Und naja, die wollen da halt auch ein bisschen Stress anzetteln. Und ja, letzten Endes ist es auch ein Harem-Anime, weil natürlich am Ende alle ihn toll finden. Ist aber sehr unterhaltsam gemacht, hat viel Humor. Wie gesagt, gerade am Anfang zum Totlachen. Und macht Spaß, definitiv. So, dann haben wir hier die Tales of Symphonia. Die drei verschiedenen Arcs, das sind alles OVAs, also Original Video Animations. Ich glaube, da dauert jede Folge so eine halbe Stunde. Wir haben bisher nur den Sylvan Arc geguckt, den Tethealla Arc und den United World Arc, müssen wir noch schauen. Basiert halt auf dem Videospiel Tales of Symphonia mit. Ich glaube, so rum war das. Nur der erste Arc war auf jeden Fall ganz nett gemacht. Ist halt Fantasy. Ne? Und ja, ganz nice. Ne? Aber auch nichts Weltbewegendes, was man unbedingt gesehen haben muss. Und wenn ich bedenke, das war bei die beiden, habe ich mir bei einer 5 für 20 Aktion mitgeholt und den dann für 3 Euro noch dazu, weil, naja, sollte ja auch schon irgendwo die Reihenfolge stimmen. So, dann. Jetzt ja erst recht neu drinne, deswegen kann ich die beide auch in der Kamera halten und sagen, ich habe sie noch nicht gesehen. Auch von Makoto Shinkai, The Place Promised in Our Early Days und Children Who Chase Lost Voices. Habe ich beide noch nicht gesehen, aber nur von dem, was ich bisher von Shinkai gesehen habe, werden die sicherlich sehr cool sein. Da bin ich jetzt einfach mal so und sage, die werden wohl schon sehr cool sein. Na, welchen ich denn schon gesehen hatte mit meiner Freundin, ist halt 5 cm per second, warte mal, Voices of a Distance, da ist da als Bonus drauf. Das war, glaube ich, der, den ich unbedingt noch sehen wollte. Und wenn der hier drauf ist, top, sehr schön.
Ja, 5 Centimeters per Second ist ein Kurzfilm, der dauert auch nur, was war das? Ja, 63 Minuten. Erzählt quasi in 3 Episoden, das sind hier 2 Charaktere, die als Kinder befreundet sind und als sie ihn auseinanderziehen müssen, ne, erzählt er 3 Episoden aus deren Leben, also vor allem von dem männlichen Hauptcharakter. Ja, wer hier, ich sag so viel, sage ich schon mal, wer hier auf ein großes Happy End, darauf läuft es nicht hinaus, ist trotzdem sehr passig, das Ende. Und wie gesagt, diese 3 Episoden aus dem Leben des Charakters und wie halt wirklich, ja, ich sag mal, sich das auseinandergelebt hat, das ist schon cool. Hm? Nicht ganz so fantastisch angehaucht wie andere Sachen von Shinkai, aber hat mir sehr gut gefallen. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ist ein schöner, auch wenn natürlich recht kurzer Anime, aber ja. Ne? Also hat auch weiter nur das bestätigt, was ich bisher von Shinkai, ähnlich wie bei Miyazaki habe. Das kann man sich alles angucken und das ist mindestens wirklich gut. So, machen wir hier weiter. Ja, das Re-Cyborg 009 oder 009 Re-Cyborg habe ich mir damals im Rahmen auch gut, als da eine Realverfilmung kam. Der Anime natürlich etwas brutaler. Ne? War der ja ab 18 oder ab 16? Der war sogar ab 12. Nee, dann war die Realverfilmung brutaler. Ist auch eine anscheinend nicht unbekannte Serie. Ich kenne bisher nur den und die Realverfilmung, also Live-Action-Verfilmung. Ja, ist ganz cool. Ne? Netter Animationsstil, actionreich, macht Spaß. Ne? Ist aber auch nichts Weltbewegendes, was ich jetzt jedem ans Herz legen würde, der sich vielleicht mit Animes nichts anfangen kann. So, dann hier auch in Neuss günstig geschossen, Jinro, The Wolf Brigade. Ich bin noch nicht dazu gekommen, den zu gucken. Ist ja ein absoluter Klassiker. Das Ding ist, ich wollte auch immer noch mal die Realverfilmung bei Netflix gucken, also die Live-Action-Verfilmung bei Netflix gucken. Da bin ich auch noch nicht zugekommen. Aber ein absoluter Klassiker. Muss ich nachholen. Genauso wie den hier. Da eigentlich, ja, hätten wir die Zeit gefunden, bisher hätten wir ihn eigentlich schon gucken können. A Silent Voice. Den hatte meine Freundin auch sehr interessiert, mich tatsächlich auch. Und ja, ist auch ein Drama mit wohl auch ein bisschen Romanze drin, ein bisschen. Und beschäftigt sich wohl auch sehr viel mit dem Thema, ne, Mobbing und ähnliches. Ich habe ihn halt noch nicht geguckt. Aber er soll wirklich auch fantastisch sein. Muss ich mich vielleicht später mal zu äußern. Ich sage es ja immer wieder, so viel Film, so wenig Zeit. So, dann kommen wir zu was wieder etwas unterhaltsamerem. Also wenn Silent Voice eher dramatischer und ernster ist, so wie ich das verstanden habe. Kommen wir jetzt mal zu was wirklich nicht ganz so ernstem. Danmachi, is it wrong to pick up girls in a dungeon? Staffel 1, Familia Myth. Und ja, da geht es hier um unseren Hauptcharakter und seine Göttin. Weil die meisten Abenteurer hier irgendeiner Göttin dienen. Und naja, unser Hauptcharakter, der ist halt ein junger Abenteurer und ist in Eis verliebt. Ja, eine starke Heldin, die natürlich für eine anderen Göttin dient. Er hat hier halt nur seine Hestia und naja, er muss halt sich durch Dungeons kloppen, stärker werden, ne? Trainiert natürlich auch unter Eis und ja, es ist halt wirklich, hat ein bisschen Harem-Elemente, ist aber unterm Strich sehr, sehr lustig gemacht und halt auch ein cooler Fantasy-Anime. Ne? Also macht definitiv Spaß. Ne? Genauso wie die, ja, ich habe die zweite Staffel von Danmachi noch nicht gesehen, die ist momentan auch noch sehr teuer. Ich hoffe, dass ich die irgendwann nochmal sinnvoll abgreifen kann. Hier Sword Oratoria, ich dachte mal, das ist die zweite Staffel, ist es tatsächlich gar nicht. Das ist, läuft parallel zur ersten und erzählt dann halt hier die Geschichte von der Abenteurergruppe um Eis. Das hier ist Eis. Und ja, halt wie auch die andere erste Staffel von Danmachi. Sehr unterhaltsam, natürlich edgy Elemente drin, natürlich hier der Harem-Part natürlich nicht ganz so wichtig, weil Eis halt, ne, im Fokus steht, aber Loki, die Göttin hier von der Truppe.
die halt nicht mal alle Latten am Zaun. Also Danmachi ist wirklich nicht gerade anspruchsvolle Kost, aber sehr unterhaltsam. Und das ist ja manchmal auch schon mal Gold wert. Ja, ebenfalls aus dem Bereich nicht unbedingt anspruchsvoll, aber sehr unterhaltsam. Da kommt jetzt bald ja, so wie ich das verstanden habe, eine zweite Staffel. The Devil is a Pastimer, denn hier er, der Höllenfürst, der natürlich in der Hölle ein bisschen anders aussieht als so. Ja, der wird halt von irgendwelchen Fieslingen, also Helden, aus der Hölle vertrieben und um wieder in die Hölle zurückzukommen, muss er, ja, also er braucht wohl auch Geld, und ne, um seine Pläne umsetzen zu können. Deswegen arbeitet er in einem Fastfood-Restaurant, erst als Angestellter, später ein bisschen als Manager. Und natürlich wollen seine alten Feinde ihn in seiner menschlichen Form dann auch den gar ausmachen. Ja. Ganz Ente Isla zittert vor Satan. Das ist er hier. Ist sehr unterhaltsam, sehr stumpf, aber macht wirklich, wirklich Spaß. Und da bin ich auch schon mal auf die zweite Staffel gespannt, weil das ist richtig, richtig schön doof. So, dann kommen wir zu Sachen, die jetzt weniger ich mir geholt habe, sondern meine Freundin. Also jetzt kurz mal, danach kommen wir Sachen, die haben wir uns beide auch geholt. Ja, einmal hat meine Freundin sich die dann geholt, die Digimon Adventure Tri-Reihe, weil meine Freundin ist riesen Digimon-Fan. Ich habe das so als Kind, da bin ich ein, zwei Jährchen zu alt für, den Hype habe ich nie mitgemacht. Als Digimon so lief, da war ich meistens eher schon auf Partys. Ne? Wenn man da vielleicht noch eigentlich gar nicht offiziell hätte trinken dürfen, ist aber ein anderes Thema. Nee, aber die Digimon Adventure Tri-Reihe hatte ich mit meiner Freundin. Der sechste lief nämlich bei uns im Kino, und kurz bevor wir da dann reingegangen sind, haben wir uns die alle angeguckt und den dann halt im Kino. Ja, gut, ich mache mir nicht viel aus Digimon, aber ist, ne, ja, ist ganz putzig, ganz unterhaltsam gemacht. Meine Freundin musste mir ein bisschen Sachen erklären, damit, ich glaube, die erste Staffel hatte so vorher auch noch mal reingeschmissen, damit man hier bei Tri ein bisschen was versteht. Ja, und dann hier natürlich Digimon Adventure Last Evolution, Evolution Kizuna. Schließt nochmal in die Tri-Reihe an und erzählt halt die Geschichte der Leutchen zu Ende, die in der ersten Staffel, zweiten Staffel und in den Tri-Filmen halt vorkommen. Und ja, ist ein guter Abschluss für das Ganze, ne, um dann auch mal wirklich einen Schlussstrich zu ziehen und nicht noch zu sagen, ah, aber wir machen jetzt nochmal mit derselben Truppe was. Also, ich werde nie ein großer Fan davon, aber konnte man sich angucken. Ich mag andere Animes lieber. So, dann, meine Freundin ist halt nicht nur ein Digimon-Fan, sondern auch ein Pokémon-Fan. Auch was, was komplett an mir vorbeigegangen ist. Und deswegen kann ich zu den Filmen hier nichts sagen. Das Pokémon Diamond and Pearl mit der Aufstieg von Darkrai, Giratina und der Himmelsritter, Arceus und das Juwel des Lebens oder Arceus und Zoroark, Meister der Illusion. Kann ich nichts zu sagen. Genauso wenig zu Diancie und der Kokon der Zerstörung. Oder den ich meiner Freundin halt mitgebracht habe, weil war ja eine 2 für 15 Aktion, Geheimnisse des Dschungels. Das, was ich bisher in Pokémon-Filmen gesehen habe, das waren wirklich, glaube ich, die ersten beiden oder die ersten drei, ist halt, ich kann es mir angucken, muss ich aber nicht. Ne? Meine Freundin ist Fan von, deswegen, ja, ne? Muss man da auch den Leuten nicht reinreden. Ich gucke auch viele Sachen, die sie nicht so mag. Oder mit denen sie weniger anfangen kann. So, dann nochmal zu so einem kleinen Klassiker, Corpse Party. Ne? Tortured Souls. Basiert auch auf einem Videospiel. Und hier ja, gerät eine Klasse in so eine Parallelwelt ihrer Schule und wir müssen quasi ein bisschen aufklären, was da passiert ist, damit sie da irgendwie aus der ganzen Scheißnummer wieder rauskommen. Teilweise recht verstörend, recht brutal, recht blutig. Ab 16. Na, schon Sachen ab 18 gesehen, die da nicht rankommen. Ist auf jeden Fall ein fieser kleiner Anime. Sind auch, wie gesagt, nur 2 Stunden, sind 4 OVAs. Also Horrorfilmfans kann man das wirklich nur ans Herz legen. Das ist schon fies. So, na, mal hier langsam vorankommen. Shimoneta, a boring world where the concept of dirty jokes doesn't exist. Also hier werden in dieser Welt quasi alle Leute überwacht, dass sie halt anständig sind. Und so, ja, da plant man noch weitere Schritte. Es gibt hier so eine Sittenpolizei, eine dreckige Witze, was
sie hier besonders stört, dass die verboten sind. Allgemeinen Anzüglichkeiten und auch zum Beispiel auf sexuelle Aufklärung so finden hier in diesem Japan nicht statt. Und naja, es gibt halt einige Leute, die pervers sind und da ein Problem mit haben und dagegen angehen. Ist sehr, sehr lustig, nicht tiefgründig, sehr stumpf teilweise, aber wirklich hochunterhaltsam mit dem Ganzen und ja, macht wirklich Spaß und ein paar viele Dick-Jokes, sag ich mal blöd, die nicht ganz zünden, ne, aber gehört auch zum Charme des Animes dazu. Also der ist wirklich lustig gemacht. Und auch ein bisschen gesellschaftskritisch gedacht, wirkt aber teilweise oft eher stumpfer. Aber macht Spaß. So. Dann zu einem ganz großen Klassiker. Death Note. Ne, hier beide Boxen. Ne, hier nochmal so. Und ja, Death Note muss man da noch viel zu erzählen. Ne, also, ne, es geht hier um Light Yagami, der das Notizbuch eines Shinigami findet. Zufällig. Nein, und dieses Death Note funktioniert so, wenn man da einen Namen reinschreibt, stirbt diese Person kurze Zeit später. Schreibt man nichts rein anhand eines Herzinfarktes, sonst wie halt der Tod da beschrieben wird. Und ja, während Light das anfangs eher zögerlich oder notgedrungen einsetzt, will er halt später damit Verbrechen bekämpfen. Und das ruft natürlich einen Meisterdetektiven L auf den Plan, der halt ja, Akira identifizieren möchte. Akira? Kira. Kira. Ne? Ich wollte gerade sagen, Akira, da komme ich jetzt schon zu einem anderen Anime-Klassiker. Nein, der Kira, also Light, identifizieren möchte. Und das ist natürlich gefährlich, weil ne, man kriegt halt irgendwann raus, muss das Gesicht kennen und man muss den Namen kennen. Den echten Namen. Ist sehr, sehr spannend und eigentlich ein absolutes Meisterwerk für mich. Verliert da ein kleines bisschen in, halt in der zweiten Hälfte, ohne zu viel zu spoilern. Da treten weitere Charaktere auf, die dann Jagd auf Leid machen und ein bisschen Vergeltung wollen. Diese beiden Charaktere mochte ich nicht so sehr. Und es ist immer noch ein klasse Anime, auch mit den beiden neuen Charakteren, die dann da ab der Hälfte auftreten. Aber nicht mehr ganz so stark wie früher. Oder wie in der ersten Hälfte. So, jetzt kommen wir auch hier wieder zu einem... Es ist ein Meisterwerk. Nein, aber es ist halt... Unterhaltung pur. Bofuri, I don't want to get hurt, so I max out my defense, ist auch so ein ja, klassischer Isekai. Prinzipiell, also eigentlich eher ein Fantasy-Anime, weil genau genommen Isekai, die sind ja nicht in einer anderen Welt, weil sie da gefangen sind, wie in Sword Art Online oder sowas. Sie und ihre Freundin, die wollen einfach dieses neue Fantasy-Spiel auf Virtual, ja, Virtual Reality, nenne ich es jetzt einfach mal mit Deep Dive und so, wirkt es zumindest, wollen sie spielen. Und ja, also in der ersten Staffel kommt wohl auch bald eine zweite. Gibt es halt noch nicht wirklich, ja, steht nicht viel auf dem Spiel. Die wollen halt einfach nur spielen. Und naja, sie ist halt brillant, weil sie denkt sich so, wo setze ich meine ganzen Werte rein, die ich frei verteilen kann? Nämlich Defense, weil ich will keinen, will nicht, dass es weh tut. Ja, und dann ist sie langsamer als ihr Schildkrötenpad. Und macht halt keinen Schaden, so an sich, aber sie ist halt fast schon unverwundbar. Das ist richtig schön stumpf, richtig schön lustig und macht einfach einen saumäßigen Spaß, der Anime. Und wie gesagt, schaffen es auch, wenn das an sich recht low stakes ist, also ohne dass viel auf dem Spiel steht, wir werden alle sterben, wenn wir das nicht schaffen. Nee, gerade das macht den Anime auch so nett und so unterhaltsam, weil es einfach wirklich das Gameplay ist, was sie da haben und die Fähigkeiten, die sie kriegen, ne, im Spiel. Ne, und dass die einfach dann, ja, einfach weil sie Spaß am Zocken haben, zocken. Und natürlich, wenn sie gewinnen wollen, die wissen, wenn sie sterben, hier sind sie nicht tot, dann ist ihr Leben nicht verwirkt. Es ist halt ein Spiel, aber, ne, sehr kompetitive Gedanke, den kennen ja die meisten Gamer irgendwo. Deswegen, er hat so viele abstruse Situationen. Also ich mochte ja auch schon hier, That Time I Got Reincarnated as a Slime in Another World, was für ein Titel, oder Rising of Shield Hero,
die haben ja auch schon in dem Bereich coole Sachen gemacht, aber Bofuri, das ist wirklich, übertrifft das an Humor auch nochmal. Vor allem, weil hier klar ist, unsere Heldin ist ein Stück weit OP, aber sie ist nicht unbesiegbar. Und das ist bei einigen anderen Sachen, hat man schnell das Gefühl, ja, so ein bisschen unbesiegbar sind die irgendwann doch alle. Ja, dann hatte ich sogar mal ein Review zugemacht auf dem Kanal Zombieland Saga. Da ist ja auch schon eine zweite Staffel draußen, zumindest bei Crunchyroll, muss ich mal reingucken. Sonst hole ich mir die auch wieder auf Blu-ray, weil es ist halt, es sind Zombie-Idols. Also das ist eine Band, eine Idol-Band von jungen Mädchen, die aber alle Zombies sind. Also sie sind tot, wurden ja auferstanden, wenn ich es mit Make-up zurecht gemacht, dass sie dann halbwegs menschlich aussehen. Und der Manager möchte halt mit ihnen eine erfolgreiche Idol-Band gründen. Das ist wirklich, und irgendwas hat es noch mit dem Weltuntergang zu tun. Nein, aber es ist wirklich auch hier herrlich Banane, das ganze Thema. Man baut natürlich viele Jokes mit ein, dass die Mädels eigentlich Zombies sind. Ist lustig, ist wirklich sehr, sehr lustig. Oh, mal ein bisschen vorankommen hier, sonst dauert das Video nachher 2 Stunden. Akuma no Riddle, ist nett. Ne? Ist eine Klasse, ne? 13 Schülerinnen sind angehende Auftragskillerinnen. Eine, die in der Klasse ist, ist das Ziel. Und, 12 Schülerinnen. Ja, und unterm Strich, die eine, die da auch ist, die beschließt, sie beschützen zu wollen. Ist ein ganz, die Abschussklasse. Ist ein ganz netter Anime. So ein bisschen, Monster of the Week, ne, weil dann immer wieder irgendjemand versucht, das Ziel zu töten und Hauptcharakterin oder die Protagonistin sie dann halt unterm Strich beschützen möchte. Ist unterhaltsam, ne, ist aber auch kein ganz großer Wurf. Macht aber durchaus Spaß. So, dann noch ein großer Klassiker, Mirai Nikki. Das sieht jetzt erstmal vom Cover her sehr nichtssagend aus. Ne, ist aber auch ein ganz, ganz großer Klassiker, auch mit einer Wüstengeschichte, die auch bewegend ist, die auch viel Gewalt, Action und ähnliches bietet. Wenig zu viel spoilern kann ich auch nur jedem empfehlen, genau wie Elfenlied zum Beispiel. Na, wer, ich nenne es mal ein bisschen Krankenscheiß mag, jetzt nicht übertrieben Krankenscheiß, aber wo es zur Sache geht, der ist aber trotzdem emotional, also nicht nur platte Gewalt ist, sondern auch wirklich Geschichte hintersteht, kann ich Mirai Nikki nur wärmstens empfehlen. Der ist wirklich richtig, richtig geil. Ja, nach etwas sehr Ernstem und Gewalttätigem, wo auch ein bisschen Humor mit drin ist, zu was, was überwiegend aus Humor besteht, Kaichua Maidsummer, also einfach nur Maidsummer, ist auch so ein bisschen romantische Komödie, aber wirklich sehr, sehr lustig. Meine Freundin wollte ihn unbedingt nochmal haben, weil sie hat ihn gesehen, meinte, der ist absolut klasse und ich war erst so ein bisschen skeptisch, aber der macht wirklich Spaß, der ist wirklich, wirklich cool. Ja, romantische Komödie von JC Staff. Weil unsere Musterschülerin hier und Ordnungsfanatikerin und alles muss seinen geregelten Gang haben, arbeitet nämlich nebenbei als Maid, was hier ziemlich peinlich ist. Ne, und er hier, der Wüstling, der auch in ihre Klasse geht, ne, der kommt halt dahinter und sie will eigentlich nichts von ihm anfangs, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam gemacht. Und macht wirklich Spaß. Es sind auch viele lustige Sachen drin. Deswegen, da hat man was zu lachen. Ist wirklich eine romantische Komödie. Ne? Also, Betonung liegt hier auch viel auf Komödie. Jetzt wieder nach einer Komödie zu was sehr Ernstem, was ich aber auch jedem empfehlen kann. Another. Absolut geiler Horror-Anime. Ne, viel psychologischer Horror mit drin. Geht teilweise auch recht brutal zur Sache. Aber ich will hier nicht zu viel spoilern, als wirklich wer Horrorfilme mag und ja, Animes nicht komplett abgeneigt ist, sollte sich den ansehen. Der ist wirklich klasse. Bin auch noch froh, dass ich diese Schuba-Box gekriegt habe, ne, weil ich habe mich so aufgeregt. Ich hatte es bei Amazon letztes Jahr im Februar bestellt und vorbestellt, weil es sollte dann rauskommen, in einem Digipack oder sowas und auf einmal nicht lieferbar und dann irgendwann im April habe ich gesagt, ich storniere das jetzt
weiß ich, einen sauren Apfel kaufen wird, irgendwann teuer die Schuba-Box oder bei unserem Müller für 50 Euro stehen sehen, wo ich mir dann einfach gesagt habe, gut, für den Preis kriegst du die nie wieder. Und es ist wirklich ein richtig, richtig, richtig geiler Anime. Wie gesagt, Horrorfilmfans kann ich das ähnlich wie Mirai Nikki und Elfenlied, auch wenn die nicht rein Horror sind, definitiv empfehlen. Absolut klasse. Jetzt muss ich mal gucken, was noch im Bereich, wirklich im Bereich Anime ist. So. Ja, Space Pirate Captain Harlock habe ich noch nicht gesehen. Kann ich also noch nichts zu sagen. Ist eigentlich auch kein klassischer Anime, weil er ja mit sehr viel Computeranimation ist. Ich meine, man sieht es hier, das ist nicht klassisch Anime. Habe ich noch nicht gesehen, kann ich leider noch nichts zu sagen. Langsam geht mir hier der Platz aus. Machen wir es hier ganz kurz überwiegend. Ich habe mir noch einige der Studio Ghibli-Filme teilweise geholt. Die sind teilweise noch, weil habe ich sie noch nicht mal auspacken können. Ich weiß, die gibt es alle bei Netflix, aber die möchte ich in der Sammlung haben. Das sind jetzt überwiegend die, die nicht von Miyazaki sind. Ne, Arrietty, ne, die wundersame Welt der Borger, ist halt hier wirklich ein Fall für die Borger als Anime. Pompoko, Erinnerung an Mani, Stimme des Herzens, Prinzessin Kaguya und Königreich der Katzen. Und ich habe die meisten noch nicht sehen können, weil das ist dann auch immer was, das möchte ich natürlich mit meiner Freundin zusammen gucken. Die hat auch nicht immer Lust, Animes zu gucken. Den habe ich schon gesehen, Prinzessin Kaguya, die Legende der Prinzessin Kaguya. Das ist wirklich eine wunderschöne Geschichte. Mit einem Problem tatsächlich für mich und auch für meine Freundin. Die hat das gesehen und hat gleich gesagt, nope. Der Zeichenstil ist sehr speziell. Man hat sich hier wirklich an der klassischen japanischen Kunst orientiert, wie das gezeichnet wurde oder gemalt wurde. Und das ist dementsprechend auch so toll die Geschichte ist. Wow, der Zeichenstil ist gewöhnungsbedürftig. Und meins war es auch absolut nicht. Und das ist bei Animes immer ein ganz großes Problem, ist der Zeichenstil. Leidet der Anime drunter. Also für den persönlichen Betrachter. Ne? Ist ja, wenn ich einen Horrorfilm gucke oder einen allgemeinen Film und der sieht einfach nicht nach dem aus, was er darstellen möchte. Und bei Terrifier weiß man, dass der klein, dreckig und schmutzig ist. Sehe ich jetzt aber einen anderen Film, bei dem der nicht klein, dreckig und schmutzig sein soll, sondern einfach nur billig runtergekurbelt ist. Ne? Oder wenn ein Film zu glatt geleckt aussieht, obwohl er eine gewisse... Ja, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also deswegen, das hat mich bei dem Film leider gestört. Bleibt natürlich trotzdem in der Sammlung. Ich muss mir die anderen, die dann noch fehlen von dem Studio Ghibli, müssen wir uns auch noch holen. Es sind nicht mehr viele, die fehlen. Ne, die Hayao Miyazaki-Box habe ich ja schon gezeigt bei den besonderen Editionen. Naja, es war absolut nicht mein Zeichenstil. Und das ist dann immer ärgerlich, gerade wenn das an sich sonst eine gute Geschichte ist. So, kommen wir zu normalen animierten Filmen, also die jetzt nicht explizit Animes sind. Und zwar, einer fehlt hier noch, der noch ein Anime ist, kommt später, egal. Asterix. Asterix der Geil, ja. Asterix und Kleopatra, Asterix erobert Rom, Asterix Sieg über Caesar, Asterix bei den Briten, Asterix Operation Hinkelstamm, Asterix in Amerika. Also die 6 Asterix-Filme, die man gesehen haben muss, weil sie wirklich gut sind, und Asterix in Amerika. Man merkt schon, Asterix in Amerika fällt bei mir etwas ab im Vergleich zu den anderen. Ne, die anderen sind halt Klassiker und ja gut, Operation Hinkelstein ist schon auch nicht mehr so stark wie einige der älteren. Beste ist für mich immer noch Asterix erobert Rom, ne, der Passierschein A38. Nein, ich liebe die Filme einfach. Ich habe auch damals alle Asterix-Comics gehabt. Ich glaube, die meisten habe ich sogar tatsächlich hier noch. Beide noch dabei waren. Ich weiß ja nicht, ob Uderzo oder Goscinny irgendwann gestorben ist. Egal. Asterix ist Bombe. Ich liebe es einfach. Ja, und ja, diese neuen, die dann nicht mehr gezeichnet sind, habe ich mir gar nicht angeguckt, weil da blutet mir das Herz, weil ich die als Kind schon geliebt habe. So. Dann kommen wir mal kurz zu einem Film, den habe ich auch noch nicht ausgepackt. Ne? Braucht ihr aber nicht, ich kenne ihn ja. Unten am Fluss. Kam jetzt vor kurzem ja bei den härtesten Filmen. Nicht, weil er der härteste ist, aber FSK 6. Ganz im Ernst, wenn ich einen 6-Jährigen traumatisieren möchte, beste Film, der für die Altersfreigabe ist. Das ist
als Sechsjähriger begreift man die Thematik des Films gar nicht. Und einige Szenen. Vor allem, das sieht hier hinten alles so süß und niedlich aus. Ja, ja, die sterben alle oder viele. Hm. Geiler Film übrigens. Also es ist wirklich ein absolut klasse Film, aber absolut nichts für Sechsjährige. Na, also da kenne ich Zwölfjährige oder da kenne ich Erwachsene, die sind so zart beseitet. Die liegen danach zusammengekauert und zu ein bisschen was Erheiternderem. The Lego Movie und The Lego Batman Movie. Na, die sind lustig. Die sind wirklich lustig. Hätte ich echt nicht gedacht. Also auch schon beim ersten damals nicht. Das ist halt wirklich richtig schöne Unterhaltung. Ne? Batman natürlich schon ein bisschen stumpfer als der erste Lego-Film. Aber ja, man hat es einfach geschafft, aus Lego einen Film, Animationsfilm zu machen, der wirklich cool ist, auch auf einer Metaebene vom Humor funktioniert und ja, auch nicht nur für Kids lustig ist, sondern insbesondere eigentlich für Erwachsene, die auch ein bisschen popkulturell ein paar Sachen mitgekriegt haben und vielleicht als Kinder mit Lego gespielt haben. Machen wirklich Spaß, die beiden Filme, und kann ich nur empfehlen. Dann absoluter Geheimtipp, den ich ja von Dave gekriegt habe. Da muss ich mir den Kurzfilm, der da drauf ist, tatsächlich Harvey Crumpet noch angucken. Und zwar Mary und Max. Ist vom, ja, ich sag mal, Knetanimationsstil sehr speziell, aber eigentlich wunderschön gemacht, und auch die Geschichte, die der Film erzählt, ist wirklich klasse. Ne? Also wirklich absoluter Hammer. Ne, geht hier um ein kleines Mädel, das einen Brieffreund in Amerika kriegt. Ne? Sie ist halt jung und ein bisschen spezieller, und er ist halt einsam und alt, und naja, die haben eine Brieffreundschaft und erzählen sich die sensationellsten Geschichten, was so passiert in der Welt, und das über eine ganze Zeit lang. Der ist wirklich bewegend gemacht und sehr unterhaltsam, und aber auch, wie gesagt, vor allem auch sehr bewegend. Also absolut klasse Film, definitiv ein Geheimtipp. Mary und Max, guckt euch den an, der ist klasse. Ja, jetzt zu ein paar Klassikern, ob man die noch großartig vorstellen muss. Ich habe ein paar Disney-Klassiker. Ich war irgendwann mal überlegen, mir die große Box zu holen, um auch ein paar der Dinger zu kriegen, die ich nicht so kenne, aber oder noch nicht kenne. Ich kenne nicht jeden der Klassiker, aber na, ich bin auch ganz ehrlich, viele von den Disney-Klassikern, gibt ein paar, die mochte ich als Kind schon. Es gab auch einige, die mochte ich als Kind schon nicht. Nee, und neben dieser einen Box, wo auch einige der Live-Action-Verfilmungen mit drin sind, hatte ich mir halt einige, die ich wirklich gerne mochte, hier den einzeln geholt. Einmal Die Hexe und der Zauberer, ich habe den immer geliebt. Den habe ich als Kind schon, war das einer der, den ich auch öfter mal gesehen habe, und ich fand den immer sehr cool. Ne? Dann einer der größten Klassiker in meinen Augen, natürlich ohne Wendecover, Robin Hood. Für mich immer noch die beste Robin Hood-Verfilmung, weil super lustig. Ne? Dann Ariel, die Meerjungfrau, ne, weil ich mochte den als Kind halt, und kann man sich mal noch angucken. Man muss aufpassen. Ich meine, ich bin froh, auf dieser Blu-ray sind zwei Synchro-Fassungen drauf, die alte und die neuere. Hat automatisch die neuere angemacht, und ich sitze da und ich gucke so und denke mir so, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Warum ist Sebastian Österreicher? Warum sind die Liedtexte anders? Und dann irgendwann geguckt, oh, falsche Synchrofassung. Nein, also ich bin da Vertreter, ich mag die alte Synchrofassung, die neue ist wesentlich näher am neuere Ende der 90er, ist näher an der Original, oder am Originaldrehbuch und Originaltext, aber so, dann ein ganz großer Klassiker, König der Löwen, braucht man auch, glaube ich, nichts weiter zu erzählen. Absolutes Meisterwerk. Ich mochte auch die Live-Action-Verfilmung, aber kommt natürlich nicht an den Animationsklassiker ran. Und tatsächlich damals auf Blu-ray die erste Sichtung gewesen, weil meine Freundin gesagt hat, der ist so toll, Mulan. Fand ich auch richtig klasse. Auch die Live-Action-Verfilmung war in Ordnung. Kommen wir später nochmal zu. Kommt an den Animationsfilm einfach nicht ran, weil der viel peppiger ist und unterhaltsamer. So, dann machen wir es mal ganz schnell hier. Ui, so. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich diese Box hier bei Dings mal gezeigt hatte, bei den besonderen Editionen.
Hier sind Batman Gotham Knight, Wonder Woman Jubiläumsedition, Batman Under the Red Hood, Superman Batman Apocalypse, All-Star Superman, Green Lantern, Emerald Knights, Batman Year One, Batman The Dark Knight Returns Part 1 und Part 2, Son of Batman, Batman Assault on Arkham, Batman vs. Robin, Justice League Götter und Monster, Batman Bad Blood, Justice League vs. Teen Titans, Batman The Killing Joke, Justice League Dark, Teen Titans, der Judas-Auftrag und Batman und Harley Quinn drin, ne? Also 19 Filme, habe ich noch nicht alle gesehen, aber die ich bisher gesehen habe, ich glaube Batman Year One, der hat mir nicht so gefallen vom Animationsstil, die anderen fand ich gut. Ist eine schöne Box. Vor allem auch für den Preis, die 19 Filme das ist. Ne? Auch damals bei einer Aktion mitgenommen, das ist dann wirklich ein Schnäppchen. Für den, was da drin ist, 19 Filme. So, dann machen wir hier erstmal weiter. Ich muss mal umdrehen, damit ich dann von der Reihenfolge das wieder richtig habe. Das ist sowieso jetzt kreuz und quer durcheinander, scheiß drauf. Habe ich mir ja schön in Neuss auch bei unserem Stand, weil es auch wieder, hatten wir so viele von da. Das war ja, glaube ich, eine Spende von Alive Med. Auch ein, zugegriffen hier. Astonishing X-Men. Und oh, ich hatte, habe mich richtig gefreut, weil ich X-Men sind richtig, ich finde ich richtig geil. Ich habe nur die erste Staffel gesehen. Das sind ja Kurzstaffeln, also sind immer so 6 Episoden. So um die 10 Minuten dauern und es sind halt 4 Stück davon, also 4 Staffeln. Ich will gar nichts gegen die Handlung sagen, dass es nur auf Englisch ist, stört mich jetzt nicht weiter. Ich weiß, was sie beim Animationsstil gemacht haben. Ich weiß, was sie, es soll wie bewegte Comicbilder aussehen. Boah, ist das nicht mein Stil, ist das, also das ist so richtig, dann gucke ich mir die DC-Verfilmung an und denke, richtig schön. Und dann das, wo ich mir einfach denke, und man versteht ja, was worauf sie hinaus wollen. War das von Joss Whedon? Ich bin mir gerade nicht sicher, von wem das war. Ja, von Joss Whedon und John Cassaday. Von der Handlung sicherlich nicht uninteressant, aber es ist so, ich saß da wirklich die erste Folge, die ersten 6 Folgen und wirklich die ganze Zeit so, I see what you did there. Man sieht es wirklich. Man soll wie bewegte Comicbilder wirken, aber auch für mich ist das mit das pottenhässlichste an Animationen, was ich je gesehen habe, weil es halt ja sehr statisch ist und sehr. Oh nee. Also ich werde mir die anderen irgendwann noch angucken, aber das ist wirklich so, boah! Und dass das zum Beispiel bei Online-Filmdatenbank oder sowas oder IMDb gut bewertet wird. An der Handlung, ja. Aber dieser Animationsstil, oh, das kann ich doch nur als absoluter Marvel-Fanboy, der sagt, wir haben auch animierte Sachen gut finden, weil das ist, also ich finde, also ich kann es nicht nachvollziehen, wie man diesen Stil schön finden kann oder ansehbar finden kann. Das ist für mich Augenkrebs. Ne? Auch wenn ich verstehe tatsächlich, worauf man hinaus wollte. Lobenswerter Versuch, aber nein, also für mich nicht, für mich absolut nicht. So, jetzt muss ich hier tatsächlich doch ein bisschen was rausnehmen. Das hat. Weil ich das jetzt hier mal so ein bisschen sortieren möchte. So. Bläh. So. Gehen wir noch einmal kurz zurück zu den Animes. Das hatte ich ja in dem einen Tauschpaket auch nochmal extra mit drin. Oh Gott, von wem war das jetzt nochmal? Das ist jetzt peinlich. Naja, aber auf jeden Fall Megalobox Volume 2 mit drin. Ist auch noch OVP. Picker. Das war nicht vom Picker. Mein Freund meinte gerade, Olli war das. Nee, das war nicht von Olli, das war in einem anderen Tauschpaket mit drin, beziehungsweise Kaufpaket. Da hatte ich ja mir hier Cannibal geholt. Tut mir leid, dass ich deinen Namen, gerade den Namen vergessen habe. Nein, also ich habe hier bei Amazon tatsächlich mal in die erste Folge reingeguckt. Muss ich vielleicht nochmal weiter gucken, ob sich das rentiert, ne, die dann auszupacken und die anderen zu holen. Bisher auf jeden Fall speziell. Nicht ganz so meins bisher. Verhandlung nicht uninteressant, auch hier wieder so ein bisschen der Zeichenstil ist nicht ganz so meins. Aber gut, dann hatte ich irgendwann mal, habe ich auch noch nicht gesehen, vom guten Filmonkel hatten wir auch einen kleinen Tausch gemacht, To Your Last Death gekriegt. Vom Zeichenstil sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Archer und den X-Men-Dingern da. Muss ich tatsächlich nochmal in Bewegung gucken. Der soll an sich ja ziemlich cool sein. Ist ja auch hier mit
Ne, Bill Moseley, William Shatner, Danny Lennon, Ray Wise, Maureen Baccarin und einigen anderen Leutchen als ja, Sprecher. Muss ich mir mal angucken. Ne, also soll ja gar nicht mal schlecht sein. Wo ich immer mal zugekommen bin, wollte ich immer mal wieder Renaissance. Finde ich, der Stil ist halt sehr speziell. Ich mochte diesen Stil aber auch schon bei dem Spiel White Knight hieß es, glaube ich. White Knight? Na, wo man als Privatdetektiv in so einem Haus rumrennt und da Geister sind. Man kann sich gegen die halt nur wehren, indem man sich im Licht aufhält. Ich mag diesen Stil. Also das finde ich geil. Ich musste mir den tatsächlich noch angucken. So, dann, ja, komplett weirder Shit. The Weird and Wonderful World of Ojija oder Ojija mit Violence Voyager und Burning Buddha Man. Burning Buddha Man ist weird as fuck. Violence Voyager ist auch weird as fuck. Auch hier der Animationsstil ist sehr speziell, aber den fand ich irgendwo schon wieder ganz urig, weil hier nicht gezeichnet wurde, sondern so gezeichnete Cardboard-Cutouts mit vorgezeichneten Cardboard-Cutout-Hintergründen bewegt werden und die Arbeit, die da drin steckt, auch wenn es sehr weird aussieht, ist halt wirklich weirder Shit. Hat mir durchaus Spaß gemacht, ist garantiert nichts für jeden. Also das ist wirklich so weird Shit, den man guckt, um zu sagen, ich habe echt weird Shit geguckt. Na, also da ist mit Horror, Gewalt, seltsamen Sachen, Trash, alles mit drin. Also, ja. Dann haben wir hier noch Resident Evil Infinite Darkness. Ne, ja, ist ja auch eine Netflix-Serie. Hatten wir auch irgendwo günstig mal mitgenommen. Ja, war ganz nett soweit. Ne, ist natürlich auch computeranimiert alles. Ich bin eher ein Fan von klassischen Animationen, aber ist ganz nett. Ne? Besser als die Real-Serie, die jetzt kam. So cool, links Reddick als Wesker war, die war nicht so meins. Dann noch hier einen Oscar-Gewinner, einen verdienten Oscar-Gewinner für den besten Animationsfilm. Spider-Man in the Universe. Absolut fantastisch. Ne, mit dem Multiversum richtig geil gemacht, wie die ganzen Spider-Mans dann zusammenarbeiten. Spider-Man Noir. So, dann machen wir jetzt erstmal weiter hier mit den DC-Knallern, die jetzt hier alle von der Reihenfolge komplett durcheinander sind. Machen wir erstmal Deathstroke, Knights and Dragons. Hat mir wirklich gut gefallen. Schön brutal teilweise. Ne? Ist halt Deathstroke, aber sehr unterhaltsam gemacht. Ne? Dann Constantine, City of Demons, The Movie ist auch gelogen. Ist auch eine Webserie, die sie ein bisschen nicht zusammengeschnitten haben, sondern jetzt hier als einen Film quasi auf die Disc gepackt haben, hat mir auch gut gefallen. Ist also, hat man wieder gemerkt, Constantine ist eine coole Figur. Hat man bei The Sandman wieder gemerkt, hat man hier gemerkt. Also ich bin ehrlich, wenn der zweite Constantine-Film kommt, bin ich dabei. So, dann ein Film, ich mag Superman eigentlich nicht, aber das war so, the fuck, Superman Red Sun. Ja, was wäre, wenn Superman auf Seiten der Sowjetunion geboren wäre? Fand ich ein sehr uriges Szenario und der Film hat mir wirklich gefallen. Auch mit Batman. Ja. Nee, ist uriges Szenario und auch als Film ganz cool. Hier bei den ganzen DC-Sachen, zum Beispiel vom Animationsstil, teilweise recht klassisch, teilweise mal ein bisschen spezieller, aber fand ich von Animationsstil immer sehr gut und das Astonishing X-Men, das war halt wirklich. Oh, nee. So, dann haben wir, es sind eine Menge Batman-Filme dabei, Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles. Es musste sein, bei dem Titel. Ich bin ehrlich, die Turtles sehen hier nicht ganz so schick aus, Batman und so, der Rest läuft. Es ist natürlich wieder ein Versus, was ziemlich schnell in ein Team-Up endet. War auch klar, dass Batman und die Turtles sich hier nicht ewig bekriegen werden. Es ist aber Batman und die Turtles, das ist eine Kombination, das ist schon von der Kombi her einfach nur geil. Dann, was ich vom Setting sehr schön fand, Batman Gotham by Gaslight. Batman jagt Jack the Ripper. Durchaus spannend gemacht.
vom Setting her absolut geil und wirklich, wirklich cool. Ne? Hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Auch hier vom Setting wieder Batman Ninja. Ich habe ihn damals auf Netflix geguckt und musste mir den aus England holen, weil die deutsche Blu-ray konnte man dann nicht mehr bezahlen. Kann man schon, aber muss den nicht übertreiben, vor allem wenn ich ihn dann günstiger kriegen kann. Ist da deutscher Ton? Das ist, glaube ich, sogar, das ist sogar deutscher Ton drauf. Also wer den sich noch holen möchte und nicht 20 Euro oder aufwärts teilweise für die deutsche Disc zahlt, in England gibt es den günstiger mit deutschem Ton. Ich fand den schön weird, durchgeknallt und einfach cool. So, ja, Batman Hush war auch ganz cool. Ne? Hier auch, ich muss jetzt überlegen, welcher das nochmal war. Mit Hush, ja. Die Graphic Novel von Jeff Loeb und Jim Lee. Oh Gott, jetzt muss ich echt nochmal überlegen, welcher das war. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich habe den auf jeden Fall gesehen, der hat mir auch ganz gut gefallen. Ich weiß aber gerade ums Verrecken gerade nicht mehr, welcher das im Detail war. Das Who's Who von DC, der Superman, Nightwing, Catwoman, Poison Ivy, Joker. Naja. Ja, dann, was ich auch sehr schön fand, The Long Halloween hat mir auch wirklich gut gefallen. Ne, der Zweiteiler, ne, hatte Dave sich auch riesig drauf gefreut. Ich weiß, Dave mag die Batman-Filme auch. Ja, und Soul of the Dragon, 70er-Setting, war auch ganz cool. Ne, also deswegen, Batman, auch die Animierten, die gehen eigentlich immer. Bei den anderen, die sind schon teilweise cool, muss man auch manchmal aufpassen, ist einiges dabei, was dann auch eher so... Ja, puh. Ja, war jetzt doch wieder auch ein recht langes Video. Ich bin jetzt ja mit den Blu-Rays erstmal durch, dann geht es das nächste Mal, wenn es zur Overview kommt, auch schön weiter mit den DVDs, was mein Freund und ich da an Animes und animierten Sachen haben. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen und ja, schreibt mir auch gerne auch wie immer in die Kommentare, ne, welche davon ihr kennt, welche ihr mochtet, welche ihr nicht so mochtet. Und ja, dann sage ich einfach mal, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.